Einige Schüler auf der Besucherbank des Bundestages werden sich gewundert haben, dass so manches Verhalten von Bundestagsabgeordneten ihrem eigenen verblüffend ähnelt. Da gibt es die Fleißigen, die mitmachen, diejenigen, was dort am Pult gesprochen wird, unendlich langweilt, und diejenigen, die genervt sind von dem, was vorne gesprochen wird. Beliebt sind auch Störmanöver, die mancher Redner dann mit folgenden Bemerkungen quittiert. Herr Döring, stellen Sie eine Zwischenfrage oder halten Sie die Klappe? Das ist die SPD. Flipflop, zwei Sozis, drei Meinungen. Erstaunlich ebenfalls, die Elektronikbranche hat massiven Einfluss auf die Abgeordneten. Und so manche Entdeckung, die der Volksvertreter macht, will er dann auch unbedingt mit seinen Kollegen teilen. Telefonieren ist dagegen fast schon Routine. Wobei ab und zu fraglich ist, ob am Ende ein persönliches Gespräch nicht auch weiterhelfen würde. Das Buch der Bücher im Saal ist derweil der Rote Kirschner. Das Bundestagshandbuch, das auch manchmal zweckentfremdet wird, aber immer hilft, den jeweiligen Redner kennenzulernen, der beim Rezitieren der Bergpredigt aus dem Takt gerät. Siehst den Balken im Auge des Bruders nicht, aber... So, jetzt haben sie mich geschafft. Was siehst du aber den Splitter in deinem, im Auge deines Bruders und wirst nicht gewahr des Balkens in deinem Auge? So viel Sakrales muss manch einer erstmal verdauen. Oft beobachtet vom Besucher das berühmte Schwätzchen in den hinteren Reihen. Da werden Witze erzählt, Freunde gegrüßt, Frauengespräche geführt, Fäden gezogen. Manch einem werden die Schwätzchen am Ende dann doch zu viel. Und einige Schwätzchen am Rande bereiten den Abgeordneten dann auch noch besonderes Vergnügen, obwohl der ein oder andere scheinbar da gar nicht mehr hingucken mag. Fazit: Die Volksvertreter sind offensichtlich doch nah am Volk, ähneln doch ihre Verhaltensweisen mitunter auffallend denen der Schüler.